Ja, weil du das gefragt hast, wegen der Langeweile. Also es wird ja oft vom Gefühl der Langeweile gesprochen. Und ich gehe davon aus, dass Langeweile kein Gefühl ist, sondern eine Abwehr von Gefühlen. Eine Abwehr von Gefühlen oder eine Abwesenheit von Gefühlen? Ich glaube, eine Abwehr von Gefühlen, und darum sind oft dann Gefühle abwesend, weil sie abgewehrt werden. So würde ich es bezeichnen. Also das wird ja oft so gesagt, ja, das Gefühl der Langeweile. Und ich habe es in verschiedenen Videos immer wieder mal gehört, so ein Beitrag, ja, dass Langeweile ein unangenehmes Gefühl ist. Und die meisten Menschen haben da kein Bewusstsein, weil sie nicht verstehen, dass sie eigentlich in dem Moment, also Langeweile, würde ich sagen, gibt es gar nicht, existiert eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich nur etwas, wo man sagt, da ist gerade vielleicht nichts. Und das Nichts, wenn etwas nicht da ist, das halten wir ganz schlecht aus. Das ist die eine Geschichte. Oder wir schieben eigentlich Gefühle gerade weg, die gerade da sind. Das ist auch anstrengend, dann entsteht auch sowas wie Langeweile. Das ist auch immer eben eine Abwesenheit von Gefühlen. Aber eigentlich ist man nicht in Kontakt mit sich selbst. Also ich kenne Langeweile wirklich gar nicht. Das ist mein völlig fremdes Gefühl, in Anführungszeichen. Ja, also ist ja kein Gefühl. Und ich kenne das aus dem Nichtstun, aus dem, wenn gar nichts da ist, plötzlich etwas entsteht. Und das hat viel zu tun mit Kreativität. Auf einmal ist wieder irgendeine Idee, ich könnte was schreiben, malen, Klavier spielen, was immer, ja. Wobei, also ich finde ja das fast eine Versuchung, dass man dann immer gleich wieder was tut. Genau. Also Genau. die Frage ist, also wenn ich jetzt provokant fragen würde, ja, erlebst du keine Langeweile, weil du dann schnell wieder Dinge findest, mit denen du dich beschäftigen könntest? Oder erlebst du tatsächlich keine Langeweile? Ich kämpfe nicht gegen die Langeweile an. Die meisten Leute wollen die Langeweile ja nicht fühlen. Und was sie fühlen, ist eben meistens, da ist nichts da. Und diese Leere, die vielleicht da ist, ist ja eigentlich sehr was Spannendes für mich zum Beispiel. Ja. Also gerade wenn ich gar nichts denken kann, wenn es mir gelingt, das ist ja in der Meditation das Geheimnis, nicht zu denken, dann entsteht plötzlich aus diesem Nichts heraus wieder etwas. Das sind, glaube ich, wie Prozesse. Das eine ist eine Ruhe und das andere ist eine Bewegung. Ja? Das ist einfach eine Dualität, die einander bedingt. Und aus einer, der Karl Graf Durkheim, oder nein, der Jean Gebser hat das ja gesagt. Also der hat da verschiedene, also im fünften Band, glaube ich, steht das drinnen von seinen Weisheiten, sage ich mal grob. Und der Gebser hat da gesagt, das ist praktisch, da ist eine Ruhe und da ist eine Bewegung. Und das ist eine Polarität. Ja? Also das bedingt einander. Also ich würde ja sagen, das, was man jetzt gemeinhin so als Langeweile bezeichnet, da geht der Raum wieder auf. Genau. Also das heißt, wenn wir aktiv im Tun sind, haben wir ja tendenziell eher einen engeren Fokus auf das, was wir tun oder womit wir uns beschäftigen. Kann auch nur zuhören sein, ja? Wenn jetzt nichts ist, dann kann der Raum aufgehen, aber eigentlich, wenn man eine gewisse Zeit wartet, ist ja der Raum gefüllt mit ganz viel. Aber ich meine jetzt gar nicht, das ist Ja. dann eher was, also für mich persönlich ist das dann oft auch tatsächlich was Transzendentales. Also es ist so dieser Kontakt mit dem Namenlosen, mit dem Numinosum oder mit Numinosen, ich weiß es aber nicht genau, wie es heißt, also halt sozusagen dem Höheren oder keine Ahnung, das nicht Benennbare. Ja, na, ich finde es sehr spannend, wenn man das beobachtet. Was ist zum Beispiel ein Gedanke? Kommt es der Gedanke von außen in uns hinein oder kommt der Gedanke von innen und geht hinaus? Ja, ich stelle mir die Frage. Kurzer Moment Pause, ja? Oder ist der Gedanke eigentlich immer da und ich kann mich nur in den Gedanken einklinken oder ausklinken? Ja, also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass es ähnlich so ist, wir haben es in den anderen Videos auch gehabt, dieses Beispiel des Radiosenders, wo man tunen kann. Und jetzt sind ja alle möglichen Radiowellen rund um uns herum. Und je nachdem, welchen Empfänger ich habe und wie ich das eintune sozusagen, kann ich mich auf diese oder auf diese Frequenz einstellen. Höre ich Und das dann eine oder das höre ich andere? das eine oder höre ich das andere. Und das ist eigentlich auch die menschliche Freiheit. Das heißt, das hat eher wieder was zu tun mit Ausrichtung auf etwas Bestimmtes. Und dann kommt genau der Sender und oder der Gedanke herein, den ich eigentlich auf den ich getuned bin. Oder eben nicht mehr herein. Aber es, ja Ja, Gott, das ist also zum Beispiel, er ist eigentlich ja er eh ist da. da, Er ist ja. eigentlich da. Ja. Nur ich sozusagen, Ich stelle mich ich drauf stelle ein. mich drauf ein. Ja. Und das ist das Spannende. Und
Gedanke ist ja nichts anderes wie ein elektromagnetischer Impuls letztlich, ein Synapsensprung, ja, und dieses bewirkt dann, dass so etwas entsteht, weil wir sind dann sehr philosophisch im Bereich, und man sagt, was ist eigentlich ein Gedanke, ja, was ist es eigentlich, ja, oder wir reden so schnell und wir können trotzdem einander folgen, selbst wenn ich ganz schnell spreche, dann kannst du mir ganz schnell folgen in Gedanken, ja, was passiert da eigentlich, nicht auch in der Interaktion, nimmst du eine Schwingung auf von mir oder was ist es eigentlich genau, ja? Also es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass man praktisch jeden einzelnen Buchstaben und jedes einzelne Wort da dekodiert in der Zeit, sondern es ist ja fast, es ist eigentlich synchron, also eigentlich synchron, du sagst ein Wort und ich habe es schon verstanden. Ja. Ist es ja nicht. Wir sehen nicht, wenn man die Quantenphysik nimmt, das Entanglement, die Verbundenheit von Teilchen, dass ein Teilchen, wenn sich das hier... Wenn sich das mal nahe oder mal miteinander verbunden war. Ja. Und das ist dann ganz weit weg, dann reagiert das Teilchen instantly, also sofort, wenn hier eine Veränderung ist, reagiert das Teilchen, das vielleicht tausende Kilometer weit entfernt ist. Jetzt muss ich nur kurz schauen, ob alles angesteckt ist. Ja, das passt. Ja, da wollte ich noch einen Punkt dazu sagen, und zwar das Thema Wahrnehmung. Also ich finde da den deutschen Begriff Wahrnehmung sehr spannend. Ja. Ich nehme es für wahr. Mhm. Das heißt das aber nicht, dass es in dem Sinn eine objektive Wahrnehmung, Wahrheit gibt, sondern ich nehme es für wahr. Ich bestimme, ich wähle es als meine Wahrheit. Und das ist eigentlich das, was wir wahrnehmen. Das finde ich total spannend. Ja. Also das, worüber wir heute in der Früh gesprochen haben, dass ich eben zuerst, wie aufgewacht bin, eigentlich in einem fast unruhigen bis leicht hektischen Zustand war. Also ich bin noch nicht aufgestanden und habe aber einfach gemerkt, dass meine Gedanken ganz schnell laufen und sehr viele, viele Gedanken parallel und hin und her springend da waren. Und ich habe dann aus einem bestimmten Grund, wollte ich sogar noch länger liegen bleiben. Und um das überhaupt hinzubekommen, habe ich gewusst, ich muss mich jetzt runterholen, ja? Ich muss mich beruhigen. Und habe mich dann ausgerichtet und da habe ich dann sehr spannend gefunden, also da bin ich sozusagen in diesen namenlosen Raum, in diesen großen inneren Raum gegangen. Und da habe ich dann wahrgenommen, dass zum Beispiel die Stärke, nach der ich mich oft sehne, die Ordnung, nach der ich mich oft sehne, immer da ist. Also das war ein total starkes Gefühl oder Erkenntnis, dass ich einfach gemerkt habe, es ist nicht etwas, das ich werden muss. Also ich muss nicht stark werden, ich muss nicht selbstbewusster, was auch immer man sich da wünscht, ja, sondern es ist eigentlich immer da. Sondern die Frage ist nur, worauf lenke ich meinen Fokus? Und den Fokus, den haben wir aber großteils gelernt heute durch unsere Erziehung und durch das, wie wir aufgewachsen sind. Das heißt, ich vermute sogar stark, wir lernen tatsächlich auch den Fokus von unseren Eltern. Die lehren uns, worauf wir unseren Fokus richten sollen, auch in Bezug auf unsere Identität. Also zum Beispiel, halte ich mich für einen selbstbewussten Menschen oder nicht, ist eigentlich nur, worauf richte ich meinen Fokus. Richte ich auf meine Schwächen den Fokus oder richte ich auf meine Stärken den Fokus? Aber die Schwäche oder die Stärke, beides ist immer da. Es ist eben wirklich nur wie dieser Radiosender. Ist nur die Frage, worauf richte ich den Fokus? Und für mich war es dann auch was sehr Erleichterndes, Weil damit auch die Erkenntnis verbunden ist, ich muss nicht mühselig irgendetwas erreichen oder in mir bewirken oder in mir verändern. Ich muss nur den Fokus auf etwas anderes richten. Die innere Stärke, den inneren Frieden, den ich mir wünsche, es ist alles da. Ja. Also es ist ein ganz ein großes, offenes Geheimnis, was du gerade gesagt hast und da erlebt hast. Ich denke das auch so, dass eigentlich von meinem auch spirituellen Leben, es ist eigentlich immer alles da, es ist auch immer alles perfekt. Nur begreifen wir es natürlich insbesondere dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir leiden, wenn irgendwas schief läuft im Leben, wenn was nicht so rund läuft, wie wir es uns vorstellen, dann beklagen wir unser Schicksal und beginnen zu hadern. Aber eigentlich nur, weil wir aus unserer kleinen menschlichen Perspektive nicht den Überblick haben über das Ganze. Und wenn ich jetzt aber
vertraue oder mich spirituell gesehen anheimgebe, also wirklich diesen größeren Prozess, ja, unabhängig von davon, und natürlich rede ich jetzt nicht, wenn Leute gefoltert werden und so, das kann niemand in so einem Zustand, also da muss man schon, weiß nicht, wirklich erleuchtet sein, dass man das dann kann, also von solchen Zuständen rede ich jetzt nicht, natürlich, wenn wer Schmerz hat oder weiter und da so gehandicapt ist, dass das Denken nicht mehr funktioniert, weil das Leid sozusagen auf der fühlbaren Ebene, also wirklich vom Schmerzempfinden her, vom physischen Schmerzempfinden zu groß ist, dann geht das nicht, aber grundsätzlich habe ich die Einstellung, dass alles in perfekter Ordnung ist und dass egal was passiert, dass es immer seinen Sinn hat, weil sich das eine perfekt zu dem anderen fügt. Wir haben immer ein Video gemacht über die Heldenreise und da ging es auch darum, dass wir versucht haben, die einzelnen Figuren, die in dem Herr der Ringe, das war also die Metapher war Herr der Ringe als Heldenreise, und alle Figuren, die dort vorkamen, jede hat seine Aufgabe. Die Bösen wie die Guten. Ja. Jedes Ereignis führt letztlich wieder sinnvoll, passt sich zu einem anderen Ereignis an, dass das letztlich gelingen kann, dass der Ring dann wirklich in das Feuer von Mordor fällt. Nicht? Denn der Frodo, wie er dann am Ende steht, vor dem Feuerteich, sage ich mal, und er kann den Ring nicht hineinwerfen, er will ihn plötzlich für sich behalten. Und dann kommt der Gollum und beißt ihm den Finger ab, entreißt den Ring, dann kommt es zum Kampf und in den Kampf geht der Ring plötzlich in einen Bogen, geht der verloren und fällt dann trotzdem zu seinem... Falsch. Ja. Der Gollum bekommt den Ring und fällt samt dem Ring und glücklich den Ring in den Händen halten, fällt ins Feuer. Ja, wow. Mhm. Es hat er das sozusagen in seiner... Er bekommt das, was er sich gewünscht immer hat. Immer gewünscht hat und geht im Feuer unter. Ja, und das Spannende ist, aber auch darin liegt vielleicht seine Rolle. Mhm. Was ja auch wieder faszinierend ist. Also wenn man so vom großen Ganzen das betrachtet, wir hoffen, dass der Lastwagen, der da gerade herumfährt, nicht zu laut ist. Wenn man das im großen Ganzen betrachtet, ist das ja einfach nur eine zutiefst faszinierende Geschichte. Ja, und an der kann man aber begreifen, worum es eigentlich geht. Das ist einmal die Sache, eben in dem einen letzten etwas längeren Video gesprochen haben, wir beklagen immer unser Schicksal, weil wir eben aus unserer kleinen Perspektive uns nicht in den großen Prozess anheimgeben wollen und oder können oder noch nicht können. Mhm. Ja. Und es ist aber notwendig, wenn man jetzt einfach einen tieferen Sinn finden will, dann müssen wir aufhören, wie wir gesagt haben, dagegen anzukämpfen und auch nicht zu beklagen, uns mit unserem Schicksal zu hadern. Ja, weil natürlich kann man auch hadern, mal gehört auch zu einem Prozess dazu, aber letztlich führt es noch nicht zur Lösung. Ein zweiter Aspekt, den ich da heute Morgen auch wieder sehr stark wahrgenommen habe, ist der, dass vieles von dem, was wir erleben, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen alles, weil das kann ich nicht beurteilen, aber vieles von dem, was wir erleben, eigentlich nur Geschichten sind, die wir uns selbst permanent erzählen. Mhm. Also da glauben wir diese Geschichten. Ja, genau. Wir lernen einen bestimmten Fokus, wir lernen eine bestimmte Einstellung zum Leben und das wiederholen wir permanent. Ja. Und groteskerweise klammern wir uns sogar an Geschichten, die eigentlich mit sehr viel Leid verbunden sind. Ja. Weil wir nicht begreifen, dass letztlich tatsächlich wir eine sehr hohe schöpferische Kraft haben. Vielleicht können wir nicht alles bestimmen, aber doch sehr viel, vor allen Dingen dann, wenn wir vorher losgelassen haben. Und dann erzählen wir uns die Geschichte immer wieder und wollen sie nicht loslassen, was ja sehr häufig damit zusammenhängt, dass wir noch an... Wir wollen noch zum Beispiel in unserem Schmerz wahrgenommen werden, den wir als Kinder vielleicht erlebt haben. Also das heißt, immer wenn man schlimme Dinge erlebt hat, dann will man, dass entweder der Täter oder wer auch immer anerkennt, wie schlecht es einem doch gegangen ist. Genau. Und ich glaube, ist oft sogar wie ein Verliebtsein in das Leid. Also ich kenne es von sehr vielen Menschen, denen ich ihr Leid inszenieren im Außen, dass es ihm nicht gut ist, nicht perfekt ist, die Beziehung nicht glücklich ist, die Krankheit nicht heilen darf und. Und das ist genau dieser Mechanismus, den du beschrieben hast. Wir wollen eigentlich noch darum kämpfen, dass die anderen doch sehen, wie schlimm es ist. Der Vater das sieht, die Mutter das sieht, der Freund das sieht, die Partnerin das sieht, wer auch immer. Und dann inszenieren wir diese Dinge, weil eigentlich noch eine versteckte Sehnsucht ist, endlich so wahrgenommen zu werden in dem, was man als erlitten und erleiden, erdulden hat müssen. Und wenn es dann anerkannt wird, ja, dann kann man es erst loslassen. Und das ist aber blöd, weil es kann sein, dass die Leute das Leid nie sehen werden und es auch nie anerkennen werden. Und dann leidet man vielleicht sein ganzes Leben lang aufgrund dieses Mechanismus, und wird eigentlich nie gesund, wird nie heil, wird nie ganz.
Also es geht sogar so weit, dass wir uns dann eigentlich das Leid permanent selbst antun. Ja. Also indem wir zum Beispiel eben Dinge inszenieren in unserem Leben, wenn wir immer wieder die falschen Partner wählen, wenn wir uns immer wieder runtermachen und schlecht reden und so. Ja. Also dann fügen wir uns eigentlich selbst den Schmerz zu, der uns früher mal zugefügt worden ist, nur um das einfach sichtbar zu machen. Ja? Und das ist aber so grotesk. Warum behandeln wir uns dann oft eigentlich schlechter, als wir vielleicht sogar in unserer Kindheit behandelt worden sind? Ja, also ich mag euch nur vielleicht dann ganz einen anderen Gedanken sagen, den ich sehr spannend finde. Einem Buch folgend mit dem Titel Wer erschuf Gott? Ja, von Robert Michael Peay, das leider nicht veröffentlicht wurde. Und wenn ihr euch diese Frage stellt, wer hat eigentlich Gott erschaffen, dann werdet ihr sehr schnell merken, wie wenig euer kleines Bewusstsein ausreicht, um diese großen Fragen zu beantworten. Das heißt, wir Menschlein denken ja immer nur in Grund und Ursache und sagen, wenn ich das mache, dann kommt das heraus. Und wenn es ein bisschen komplex ist, vielleicht lasse ich es noch mit einer KI lösen, die dann 250.000 Variablen prüft und dann kommt dieses und jenes raus. Aber auch das würde nicht ausreichen, weil auch eine KI wird niemals beantworten können, die Frage nach dem ersten und letzten Beweger, weil es denn im Kausalitätsdenken nicht gibt. Das heißt, das Grund-Ursache-Denken, und das ist ja das Normale, wie wir immer denken, in Grund und in Ursache. Da gibt es eine Ursache und da gibt es eine Wirkung, wie die Schwerkraft. Da lasse ich was fallen und dann fällt es hinunter, weil die Schwerkraft wirkt. Ja? Und ihr kennt es vielleicht, wer Philosophie sich ein bisschen mal damit beschäftigt hat, Matura gemacht hat, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel von Aristoteles, der Stein bewegt sich. Der Stock bewegt den Stein, meine Hand bewegt den Stock, ich bewege meine Hand, aber wer bewegt mich? Ja, und dieses Spiel kann man unendlich weiter fortsetzen. Das heißt, was ich will mit dem Beispiel sagen, dass einfach die Art und Weise, wie wir denken gelernt haben, das hilft uns vielleicht, uns hier zu orientieren in dieser dritten Dimension, dass man vielleicht den Bus nicht versäumt oder halt weiß, wann man irgendwie was planen muss, damit der Geburtstagskuchen rechtzeitig fertig wird. Aber es ist kein geeignetes Mittel, um diese großen, ewigen, philosophischen und anthroposophischen, was auch immer, weltlichen Fragen wirklich zu beantworten. Das heißt, wir sind eigentlich nicht fähig, das Ganze zu verstehen, das will ich damit sagen. Ich finde, wir können an dieser Stelle sozusagen mit einer philosophischen Inspiration enden. Und vielleicht machen wir öfters mal solche philosophischen Gespräche, völlig ungeplant. Völlig ungeplant, wir reden einfach drauf los über Gott und die Welt. Ja. Wenn euch das interessiert, dann sagt uns mal Bescheid, vielleicht in den Kommentaren, weil das war jetzt wirklich ganz spontan alles. Und ja, schauen wir mal, wie es ankommt. Alles Liebe und gute Zeit und hoffentlich bis demnächst. Tschüss, Papa.